Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Raft. Wir sind am Weg nach der letzten zweiten großen Insel Storyline technisch und haben auf dem Weg eine kleine Insel gefunden. Das ist eine neue Insel. Warum ich das weiß? Das sind Ziplines. Die gab es ja vor dem Patch nicht, von daher. Und laut Patch Notes, wenn ich mich jetzt nicht täusche, gab es ja zwei neue kleine Inseln. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche das immer waren, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Ziplines drauf ist, ist es eine neue. Ich habe hier ein Schaf gefangen, also so ein Lama gefangen. Das ist gleich am Rand gerannt, das habe ich mal schnell geholt, bevor es sich woanders hin verzieht. Ich brauche nämlich das von dem Fell doch einiges, wenn da wieder was drauf geht, mal, wenn ich wieder mal sterbe oder die Viecher, dann, dass ich alles habe. So, jetzt erkundet noch mal kurz die Insel. Metalldetektor habe ich auch schon gemacht, da habe ich dieser Tick. Der Ticketteil bekommen, ansonsten ist die Insel noch jungfräulich. Schauen wir mal, was es hier gibt. Eine Wüsteninsel erinnert ziemlich stark an Caravan Town. Wie gesagt, abbaut habe ich hier noch nichts, da ist nur einfach prinzipiell mal wenig. Aber es ist ja schon Stiegen und so. Also Treppen. Schauen wir mal, wo uns die hinführen. Das heißt ja, das war mal bewohnt. Die Ziplines gehen von da oben runter, okay. Ah, warte mal, da oben. Oh, da schwirren Bienen. Ich hole noch schön mein Netz. Kann ich die Bienen mitnehmen? Am liebsten würde ich immer alles mitnehmen vom Werkzeug, aber ihr merkt es selber schon, es wird jetzt schon relativ viel. Ich müsste dann ja eigentlich auch noch das Ding mitnehmen. Den Netzwerfer, aber den habe ich auch schon benutzt. Sonst hätte ich den auch noch. Die ganze Leiste mit Werkzeugen voll und Waffen. Das sah ausgeschaut wie eine Notiz. So, schauen wir mal. Was kriegen wir denn hier auf der Insel? Schaut ja vielversprechend aus als manche andere. Bienchen. Sehr Bienchen. Meins. Honig! Sehr gut, das Spiel weiß jetzt mittlerweile, damit ich viel rumfahre und dadurch viel Ressourcen brauche. Oh, kleine Insel, da kann glaube ich nichts. Oh, Mangobäumchen. Na okay, jetzt wird meine Axt auch kaputt, oder? Wäre ja zu nett, wenn es das noch durchhalten würde ein bisschen. Ich verbrauche da mittlerweile Ressourcen, das ist ja nicht mehr schön. So, was habe ich hier noch? Ananas. Nehmen wir auch mit. Ich habe wenig zu viel Essen mehr. Was gibt es hier noch? Plastik. Ja, das Plastik, was rumliegt, hätten sie sich eigentlich sparen können. Das ist ziemlich nutzlos, weil es doch recht wenig ist. Ah, da kann ich rüber. Sehr schön. Schauen wir mal zuerst noch da ganz rauf, ne? Kleiner Hänger. Was haben wir hier noch? Wow, Wildsau. Na, geh rauf da. Die habe ich von unten nicht gesehen, das Wildschweini. Das Mudhawk, wie es ja jetzt heißt. Habe ich genug Pfeile mit? Wo ist denn das Viech? Na gut, das sind Eisenpfeiler, ja okay, da geht mehr. Gehen wir eigentlich aber auch nur Leder her, wie die normalen Schweine. Eine neue Ressource haben die auch nicht gebracht. Oh mal, was gibt's denn hier noch? Oh, eine Kiste. Mitnehmen. Ah, jawohl, Alter. Ich mag das, wenn so rechts unten die Leiste so richtig so ratsch hochrennt, da weiß man immer, jetzt hat man was. Bringt zwar wahrscheinlich nicht viel. Aber es bringt mehr als nichts. Seilrutsche! Hui! Also, ich weiß nicht, welche Leute in den Videos haben sie gezeigt, kann man auch am Schiff bauen, aber die wenigsten haben gleich so große Schiffe.
Na, kann jetzt nicht weiter. Dass ich eine Seilrutsche dafür brauche. Ich meine, wenn, dann, puh, Respekt. Das war sicher einiges an Arbeit. Oh! Haben wir ja schon gesehen, da waren wieder die ganzen Bienen. Wo sind die? Bienchen, Bienenschwarm. Mens. So, das nehmen wir auch mit. Schrott kann man immer brauchen. Ananas. Mit die Sender kann man auch nichts machen, wie die ganze Zeit. Das ist irgendwie so nutzlos. Da hätten sie sich was einfallen lassen können, weil mit denen hätte man sicher irgendwas senden können. Dann müsste das wie Atlas Multiplayer sein, dass man dann eine Nachricht aussendet für andere Ankömmlinge. So. Mal geschieht was weggeben da. So, zack, zack, zack. Passt. So, was haben wir hier noch? Das, oh, eine Kiste. Eine anders. Aha, viel Metallzeug. Ja, da freut sich das Herz. Brauche ich eh ständig das Zeug. So. Das war's schon. Ich meine, war für einen kurzen Trip recht ergiebig. Aber recht so. Recht groß sind die halt nicht, aber gut, sind ja auch kleine Inseln. Fall Damage kriegt man auch nicht recht früh. Dauert auch immer ein bisschen. Haben die auch was unter Wasser, diese Inseln da? Dann müsste ich mich wahrscheinlich zuerst wieder mit meinem Freund beschäftigen da. Schauen wir mal. Freund, hä? Was trinken? Essen hätte ich sogar mit. Ja, da bringt man das andere mehr. Und das mal weg alles. Habe ich da noch? Ja, hier. Sehr schön. Dann darüber. Ist für die kleine Insel ziemlich nutzlos, unnötig, was ich da mache, aber. Ich koche immer und hebe immer auf für was Sinnvolles und dann kommt irgendwie nie was Sinnvolles, zumindest in meinen Augen Sinnvolles, sprich ich baue das und verwende es eigentlich nie. Deswegen verwende ich das jetzt schon ab und zu ein bisschen öfter. So, das Netz brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Die Honig können da rein. Das ist soweit fertig. Was cool ist, ist, dass man. Dass man die Eier von die händelähnlichen Viecher da. Fischtopf habe ich schon. Das und zwei Beeren. Anders habe ich noch nicht. Nehmen wir auf. Dass man die Eier da verwenden kann. So als Rohkost sozusagen. Weil es ist ja auch Rohkost, wenn ich es nicht koche. Aber es ist cool, dass man die verwenden kann, weil da spart man sich das Fischen, weil die, wenn man drei von den Händlern hat, die produzieren ja eh wie blöd die ganze Zeit. So. Voll. Vier Eier. Da muss ich dann noch ein Honig dazu. Dann kann das nämlich derweil wieder rinnen. Da ich schon viele Waben, das ist gut. Ich hatte schon Angst, dass ich irgendwann keine mehr habe. Denke mal, ich hatte noch wo welche. So. Passt! Ich will halt nur nicht unter Wasser dann dastehen und Inventar ist voll. Seile herstellen. Sind wir auch weg. So, schaut gut aus. Da ist mir noch was. Trinken. Flossen, Flasche, boah, da fehlt mir jetzt wieder einiges. So ein Mist. Diese dämlichen. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Gut. Flaschi. Klebzeug. Plastik. Und gleich noch eine her. Dann Flossen, fehlt mir der Seetang. Hier Seil und Kunststoff. Seil haben wir auch.
Schaut gut aus. Und für die Flossen, Seetang, Seil. Plastik habe ich eh. Seetang. Seil haben wir auch noch. Das Klebzeug. Sei ja gar nichts mehr so denn. Da muss ich immer nur schimpfen, wenn ich die Typen da sehe. Es war klar, dass er wieder die andere Flasche nimmt. Der ärgert mal da ab. Ja, schaut gut aus. Gehen wir mal den Hai jagen. Komm her, Hai. Mit den Flossen könnt ihr in dem schwimmen, dann könnt ihr noch ein paar Mal schlagen, wenn er abhaut. Dann seid ihr noch ein bisschen schneller fertig mit dem Typ. Sich nur schnell umdrehen. Aber nach 3 Schlägen wird er immer schneller. Mal auftauchen schnell, ich bin da viel tief unten. Ja, es war jetzt klar, dass mich der jetzt erwischt, aber was soll's? Ertrinken macht auch nicht mehr Spaß. Komm schon, Alter, ich hab fast nichts mehr. Stirb! Toll. Habe ich nicht dann noch irgendwo noch. Ah, hier. Denke mal. Ich hab doch mal eins in Reserve gemacht. Hier, Fischli, Fischli. Ja, wegen dem einen ist sich natürlich nicht mehr ausgegangen. So. Ah, ein bisschen finster. Aber ich sag, im Normalfall sieht man ja den Loot besser, wenn es finster ist, aber jetzt sehe ich gerade irgendwie gar nichts. Wir haben jetzt mal schon schlafen gehen. Das ist wahrscheinlich der Hai. Es ist wahrscheinlich noch der Hai wieder da. Aber ich sehe wenigstens was. Fischli! Kein Fischli. Ja? Ja? Muss ich jetzt sagen, das hätte ich jetzt alles übersehen im Finstern. Dass das so tief unten ist, wusste ich nicht. Und da ist ja nirgends was, da geht es nur weit nach oben. Ja, das hätte ich jetzt übersehen. Na gut, na Gott sei Dank. Zack, zack, zack. Alles mitnehmen. Seetang brauche ich jetzt ja eh anscheinend schon en masse mittlerweile. Das Kupfer. Luft brauche ich auch en masse. Das ist jetzt auf mehrere Ebenen abgestuft. Also da braucht man auf jeden Fall die Tauchflasche, weil ohne der kommt man da jetzt nicht mehr weit. Gehen wir mal hier. Zack. Alles mit. Ich habe mehr als genug Kupfer. Eisen ist mir wesentlich lieber. Also Metallerz ist ja, was ich eigentlich abbaue. So.
Ja, das ist schön. Da gibt es wieder einiges an Seetang, das ich ja sowieso schon die ganze Zeit vermisst habe. Da ist noch mehr Seetang. Ja, man hat gleich so ein Drama draußen, immer wenn wir eh schon an der Oberfläche sind. So, schon weiter. Weiter, weiter, weiter. Aber man merkt, dass es eine neue Insel sind. Die alten waren eigentlich relativ flach gehalten, alle. Die sind jetzt wirklich schon tief. R. Wie man sieht, da auch nicht wirklich viel Vegetation. Unten ist auch nichts. Da unten könnten es mal so was ganz, ganz weit unten so als Gimmick was machen. Tickert noch mal weiter. Wenn wir wieder auftauchen kurz, da kommt Gras. Wenn nämlich Gras da ist, gibt es auch was anderes. Also da hätte ich mir jetzt eigentlich was erwartet. So edelsteinmäßig. Metall. Im Vergleich zum restlichen Spiel irrsinnig wenig Metallschrott hier. Normalerweise ist alles zu bombardiert mit dem Metallschrott am Boden. Dürfte ein ziemlich unberührtes Naturstück sein. Aha. So, mal auftauchen. Fahren wir wieder die Luft und alles ausgeht. Da vorne steht Fischi, sehe ich gerade. Und abwärts. Den Fisch holen muss ich gleich, bevor wir dann vielleicht wieder blöd dastehen. Und drei. Aua. Da bin ich daherkommen. Da hier war ich schon. Da ist nichts drin. Aber schöne Deko, wenn auch sonst für nichts zu gebrauchen. Ich weiß, das wird mit Sauerstoff knapp. Und ich weiß, wenn man im Spiel stirbt, ist alles weg. Aber wie heißt es so schön? No risk, no fun. Eigentlich ist es ja blöd, das immer zu riskieren, wieder, dass ich da drauf gehe. Vor allem, weil ich so ziemlich gerade alles mit habe, was wichtig ist. Metalldetektor angefangen, über alles andere auch. Nochmal da runter am Sack. Nö. Ich schätze aber mal, da vorne ist dann schon mein Bötlein. Komm, hier Flossi Flossi, hier Flossi Flossi, hier Fischi Fischi ist auch da. Hey. Yes, so. Na gut, ich sehe wurscht. Ist ja eh ein Auto-Heal. Ist halt nur ärgerlich. Ah! Man kann aus die Köpfe der Suppe machen, bin ich drauf gekommen. Was macht die Batterie? Passt. Ist leer. Da muss man so aufpassen, verdammt, sonst sind die ganzen Viecher wieder tot. Da kriegst du wirklich. Wach. Also ruht man keine. Und mal nicht viel drin, wirklich gerade. Okay. Ja, das war's. Dann.
danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war vielleicht nicht so ultra mega wie manche andere Parts in Caravan Town oder der Guide zu den Parts. Aber es gehört dazu. Das ist eine neue Insel und ich finde sie eigentlich recht hübsch gemacht. Man muss halt wirklich, ja, man darf halt nicht zu viel erwarten. Ansonsten danke, bis zum nächsten Mal. Abo, Like, Comment nicht vergessen, würde mich freuen. Ich antworte auch. Wer was ganz Liebes schreibt, kriegt auch so ein Herzchen. Bis zum nächsten Mal und ciao.